Hallo, herzlich willkommen hier bei Konradin Industrie TV auf der SBS 2019. Neben mir steht Heinrich Steininger, CTO bei Logicals. Herr Steininger, welche neuen Anforderungen gibt es eigentlich zurzeit an die Entwickler automatisierter Systeme? Ja, wir beobachten die Auflösung der Automatisierungspyramide. Dort, wo früher statische Systeme automatisiert wurden, müssen heute vernetzte dynamische Systeme engineert werden. Und das stellt ganz andere Anforderungen an das Engineering, an den Engineering-Prozess. Und die müssen bewältigt werden, weil man kann nicht wie in der Vergangenheit einmal das System engineeren, in Betrieb nehmen und dann betreiben, sondern man muss daran denken, dass während des Betriebs Änderungen vorgenommen werden, dass die Komponenten sich zur Laufzeit vernetzen können. Und das ist einfach anders und stellt eine zusätzliche Komplexität dar, die bewältigt werden will. Bleiben wir mal noch kurz bei dem Thema. Also was sind denn konkret die Anforderungen an die Entwicklungsumgebung? Ja, die Entwicklungsumgebungen müssen den Ingenieuren helfen, die Komplexität beherrschbar zu machen. Die Komplexität kann nicht weggezaubert werden, aber sie kann eingekapselt werden. Das ist das eine. Dafür muss das Tooling entsprechend ausgelegt sein. Das zweite ist, die Wiederverwendung muss gesteigert werden. Es ist so, dass in der Vergangenheit die zwar Bibliotheken zur Verfügung gestanden sind, die erlauben, einmal entwickelte Bausteine wiederzuverwenden in anderen Projekten, aber das ist zu wenig. Die Wiederverwendung muss vom Tooling unterstützt werden, sowohl was die Architekturmodelle betrifft, als auch was die Tests betrifft. Und nur so kann die entsprechende Engineering-Performance erreicht werden. Und der dritte Aspekt, der den Engineering-Systemen in Zukunft wesentlich stärker leisten müssen, ist das Team-Engineering. Es wird wesentlich mehr in verteilten Teams engineert mit unterschiedlichen Rollen. Hier leisten die Engineering-Werkzeuge in der Vergangenheit zu wenig. Da wird in Zukunft mehr erforderlich sein. Teams ist ein ganz gutes Stichwort. Der Fachkräftemangel ist in aller Munde. Die Firmen klagen auch immer, dass die Entwickler solcher automatisierten Systeme fehlen. Wie können Sie dahingehend unterstützen? Es sind mehrere Aspekte. Einerseits müssen Techniken, die im Software-Engineering in den vergangenen Jahrzehnten State-of-the-Art geworden sind, auch in der Automatisierungs-Applikationserstellung weiter Verbreitung finden. Das ist nicht nur Versionsmanagement, das ist selbstverständlich, sondern das ist auch Variantenmanagement. Und das muss im Team funktionieren. Im Team, in verteilten Teams, muss man in der Lage sein, Änderungen, die an einer Stelle gemacht worden sind, zu reviewen an einer anderen Stelle von einem anderen Anwender. Es müssen automatisierte Tests durchgeführt werden können, die gerade wenn unabhängig voneinander engineert werden, Side-Effects erkennen. Und das muss im Tooling möglich sein. Und wir glauben, dass zukünftig wesentlich stärker auf browserbasierte Tools gesetzt werden wird, weil diese browserbasierten Tools eine leichtere Integration von unterschiedlichen Softwarekomponenten ermöglichen und auch eine leichtere Verteilung rund um die Welt. Unsere Anwender und Kunden arbeiten teilweise in Teams, die zeitlich entkoppelt auf unterschiedlichen Kontinenten arbeiten, und dafür müssen die Tools entsprechend geeignet sein. Wenn wir mal kurz zusammenfassen, welche Vorteile hat denn Ihre Software jetzt im Vergleich zu den Lösungen von vielleicht großen Herstellern? Wir sind ein kleines Unternehmen und wir können uns nur auf unsere Kernkompetenzen fokussieren. Aber wir versuchen, das so zu tun, dass unsere Lösungen sich in Engineering-Landschaften bei unseren Anwendern testmöglich integrieren. Das heißt, wir kommen nicht und sagen, da sind wir, passt euch an uns an, wie das manche großen Hersteller gerne tun, sondern wir sagen, wir haben smarte Komponenten, die offene Schnittstellen haben, die eine offene Persistenz haben. Wir integrieren uns, wir ermöglichen die Verbindung mit unterschiedlichen Werkzeugen, die bereits vorhanden sind. Wir ermöglichen die Unterstützung unterschiedlichster Engineering-Prozesse. Danke für das Gespräch. Danke. Dankeschön. Ihnen.